Ein neues Bahnzeitalter ist angebrochen. Die Neubaustrecke zwischen Erfurt und Leipzig-Halle ist in Betrieb. Die Fahrzeiten zwischen den Städten haben sich fast halbiert. Der Zug wird mehr und mehr zur Alternative zu Auto und Flugzeug. Die großen technischen Leistungen, die vollbracht wurden, sind nun für alle sichtbar. Aber wie hat alles angefangen? Jegliche Planung von Neubaustrecken beginnt mit Variantendiskussionen im Rahmen einer Raumordnung. Da muss man schon eine gehörige Portion an Vorstellungsvermögen mitbringen, um sich in die einzelnen Varianten hineinzudenken. Das ist der erste Punkt, wo man wirklich darüber nachdenkt, wie kann eine zukünftige Strecke aussehen. Die Arbeit der Planungsingenieure beginnt unmittelbar, nachdem der Bundestag das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8, das VDE 8, als eines von 17 Großprojekten beschlossen hat. 1991. Wir haben dann 92 im Januar richtig in Leipzig mit der Planung begonnen, haben das präzisiert, haben unseren Untersuchungsraum festgelegt und haben also 5 Varianten gebracht und eine davon haben wir favorisiert. Die in Rot durchgezogene Linienführung ist diejenige, die in den Planfeststellungsverfahren bis 1996 beschlossen wird. 123 Kilometer lang. Das Projekt steht. Ich verbinde mit der VDE 8 den sehr langen Entwicklungsweg, sehr lange Planungsphasen und nun endlich der Ausblick auf die Fertigstellung und der Übergang von einem deutschen Projekt zu einem transeuropäischen Projekt. Denn die Strecke ist ein Lückenschluss im europäischen Schnellfahrnetz. Von Italien nach Skandinavien, von Frankreich nach Polen. Die Herausforderungen sind riesig, diese Vision zu erfüllen. Es gelingt durch wegweisende technische Innovationen. Neue Maßstäbe beim Eisenbahnbrückenbau. Die Unstruttalbrücke ist mit einem Vorschubgerüst von Pfeiler zu Pfeiler errichtet worden. Sie ist eine von 5 Brücken der Neubaustrecke, die in integraler oder semi-integraler Bauweise errichtet wurden. Erstmalig in Deutschland. So wie auch die Gänsebachtalbrücke und die Scherkondetalbrücke. Der Verzicht auf Lager und Fugen zwischen dem Unter- und Oberbau schafft schlanke, grazile Brücken aus einem Guss. Innovationen, die begeistern. Die deutschen Brückenbaupreise 2012 und 2014 gehen an die Scherkondetal- und die Gänsebachtalbrücke. Neue Größendimensionen und ökologisch vorbildliche Bauweisen bei der Errichtung der Saale-Elster-Talbrücke. Sie ist die längste Eisenbahnbrücke Deutschlands mit 8,6 Kilometern. Wäre die Strecke hier ebenerdig geführt worden, hätte dies die Saale-Elster-Aue zerschnitten, mit großen Schäden für Flora und Fauna. Die Brücke gleicht daher einer aufgeständerten Fahrbahn. Gebaut wird in sogenannter Vorkopfbauweise. Die Pfeiler werden von einem Gerüst aus der Luft in die Erde gepflanzt. Während der Vogelbrutzeit ruhen die Bauarbeiten. Einmalig der Abzweig nach Halle. Er führt unter der Hauptstrecke durch. Auf dem Abzweig und der Stabbogenbrücke können, wie auf der ganzen Neubaustrecke, Höchstgeschwindigkeiten von 300 km pro Stunde gefahren werden. Also für mich persönlich war das ein unheimlich spannendes Vorhaben, weil es hier eben auch das erste Mal gelungen ist, in Sachen Brückenbau einen sehr großen Schritt voranzugehen und dort Bauwerke zu realisieren, die eben in dieser Form weder in Deutschland noch weltweit bisher realisiert worden sind. Bei Belastungsfahrten mit schweren Güterzügen werden die Brücken getestet. Die Brücken, die müssen extrem steif sein, müssen höchste Lastanforderungen genügen, viel, viel höher als im Straßenbrückenbau, aber auch viel höher als im sonstigen Eisenbahnbrückenbau. Die Anforderungen, die an diese Bauwerke gestellt sind, das ist das High-End im Brückenbau überhaupt. 3 Tunnelbauwerke gibt es auf der Neubaustrecke. Den Finne, den Bibra und den Osterbergtunnel. Neu dabei und damit höchster Sicherheitsstandard, für jede Fahrbahn gibt es eine Röhre. 2 Tunnel sind in bergmännischer Bauweise vorangetrieben worden, wie hier der 6,5 Kilometer lange Bibra-Tunnel. Das heißt mit Abbruchbaggern oder durch Sprengungen. Da werden wir aufkurbeln. Bis da oben noch ein Lämpchen leuchtet. Achtung, Sprengung!
Danach beginnt das sogenannte Schuttern. Das Gestein wird abgefahren. In den Tunnel werden Stahlbögen, Anker, Spieße und Gittermatten eingebaut. Unmittelbar danach wird die entstandene Röhre mit Spritzbeton gesichert. Gearbeitet wird 24 Stunden am Stück. Gut 5 Meter pro Tag geht es voran, bis der Tunnel durchstoßen ist. Dann wird eine zweite Schale aus Stahlbeton eingefügt. Der Tunnel ist im Rohbau fertig. Ein anderes Vorgehen beim Finne-Tunnel. Mit knapp 7 Kilometern der längste auf der Neubaustrecke. Hier haben sich zwei Tunnelvortriebsmaschinen durch den Berg gearbeitet, teils 40 Meter unter dem Grundwasserspiegel. Ein Schild an der Spitze fräst sich in das Gestein, das über ein Förderband abtransportiert wird. Sind 2 Meter geschafft, beginnt sofort der Ausbau des Tunnels. Sogenannte Tübinge, Fertigelemente aus Stahlbeton, werden kontinuierlich an die Abbaustelle transportiert. Mithilfe eines Erektors werden die 12 Tonnen schweren Segmente zu einem Ring zusammengefügt. Er besteht aus 7 Elementen, sichert den Hohlraum und sorgt für die nötige Abdichtung. 20 Meter pro Tag schaffen die Mineure im Schnitt. Tunneldurchschlag im März 2010, nach knapp 2 Jahren Bauzeit. Die nächste Besonderheit, die nächste Innovation. Die Haubenbauwerke an den Tunnel-Ein- und Ausgängen. Fährt ein Zug mit hoher Geschwindigkeit in einen Tunnel, schiebt er die Luftmassen vor sich her, in Schallgeschwindigkeit. Am Ende der Röhre kann es so zum sogenannten Tunnelknall kommen. Die Haubenbauwerke an den Portalen verhindern dies. Sie wirken wie Schalldämpfer, da an ihren Lücken die Luftmassen verwirbelt werden. Der Trassenbau schaffte die Voraussetzungen, dass nun mit bis zu 300 km pro Stunde auf der Strecke gefahren werden kann. Durch Einschnitte und Dämme ist die Neigung nie größer als 12 Promille, also 12 Höhenmeter auf 1000 Meter Strecke. Wichtig, denn auf der Trasse werden sowohl Personen- als auch Güterzüge fahren. Entlang der Strecke sind Dutzende Straßenbrücken gebaut worden, um unterbrochene Wegebeziehungen wiederherzustellen. Der Untergrund, das sogenannte Planum, muss absolut eben sein. Setzungen dürfen nicht auftreten. Daher ist der Boden zum Teil mit Bindemitteln aufbereitet und verdichtet worden. Denn die Schienen liegen nicht auf einem Schotterbett, sondern auf Beton. Feste Fahrbahn heißt das Prinzip. Vorgefertigte Betonplatten, insgesamt 34.000 Stück, werden millimetergenau aneinandergereiht, wie Dominosteine. 5 Meter lang, 5 Tonnen schwer. Das geht schneller, ist günstiger und wartungsärmer als herkömmlicher Gleisbau. Vor allem liegen die Schienen so exakt, dass die geplanten Höchstgeschwindigkeiten gefahren werden können. Bauen so schonend wie möglich ist die Devise. Eingriffe in Natur und Landschaft sind beim Trassenbau jedoch unvermeidlich. Sie können gemindert oder ausgeglichen werden. Das heißt, wenn Lebensraumverluste für Tiere und Pflanzen nicht vor Ort zu kompensieren sind, werden sie an anderer Stelle gleichwertig ersetzt. So sind viele Gewässer renaturiert, tausende Bäume und Sträucher angepflanzt worden. Schafe pflegen Orchideenwiesen im Unstruttal. Dies alles gehört zur landschaftspflegerischen Begleitplanung des Projekts. Sie beachtet die Schutzgüter Mensch, Natur, Landschaft und Kultur. Die Begleitplanung umfasst eine Fläche von rund 2500 Hektar. In einer solchen Größenordnung einmalig. Als, ich sag mal, Naturschützer ist man natürlich immer relativ idealistisch eingestellt und dementsprechend ist es natürlich sehr schön, wenn man seinen Idealismus auch in die Tat umsetzen kann. Wie die Vögel bzw. Tiere wieder Einzug gehalten haben. Die Milan-Population ist im Saale-Unstrut-Tal angestiegen. Ich habe unter anderem bei unserem Retentionsbecken bis zu 15 Störche mal zählen dürfen. Und das sind so Sachen, wo einem natürlich das Herz aufgeht. Tausende archäologische Fundstücke aus 7500 Jahren Menschheitsgeschichte kommen beim Trassenbau ans Licht. Sie sind im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle und in den Infopunkten an der Strecke ausgestellt. Wie hier in Kalzendorf. Information und Kommunikation sind großgeschrieben. Mehr als 1000 Gespräche mit Bürgern und Politikern in Gemeinden und bei Behörden finden statt. Berichte in den Medien und im Internet halten die Anwohner auf dem neuesten Stand.
Mehr als 100.000 Interessierte haben die Infozentren entlang der Trasse besucht und sich auch über die vielen technischen Neuerungen informiert. Ein absolutes Novum in Deutschland. Es gibt keine Signale mehr an der Strecke, stattdessen eine Hightech-Zugsteuerung. Zu ihr gehören diese Funkmasten. Über sie läuft der Mobilfunk für die Eisenbahn. GSM-R. Er gehört zum neuen europäischen Zugsicherungssystem ETCS. Alle wichtigen Daten werden zwischen dem Führerstand und der Streckenzentrale ausgetauscht. Im Gleisbett liegen sogenannte Eurobalisen, elektronische Meilensteine, die den Standort und weitere wichtige Informationen beisteuern. ETCS ermöglicht das Fahren auf elektronische Sicht und damit hohe Geschwindigkeit und kürzere Abstände der Züge auf der Strecke. Außerdem sind die Systeme wartungsärmer als herkömmliche Leit- und Sicherungstechnik. Alle Daten werden vom Fahrdienstleiter in der Betriebszentrale in Leipzig überwacht, der stets weiß, wo alle Züge auf der Strecke sind und mit Hilfe von elektronischen Stellwerken die Fahrwege legt. Bis zum Herbst 2014 wird die Strecke komplett ausgerüstet. Schienen werden verlegt. Die speziell für hohe Geschwindigkeiten angepassten Oberleitungen installiert und für die Stromversorgung 85 Kilometer Bahnstromleitungen gebaut. Sogenannte Unterwerke transformieren den Strom für die Oberleitungen. Dann beginnen die Testfahrten. Wir hatten ja im September die Hochtastmessfahrten. Als die erfolgreich durchgeführt worden sind, auch ein positives Prüfergebnis da dann vorlag, hat man doch schon irgendwo durchgeatmet. Wir sind ein Riesenteam. Jeder arbeitet an einer Stelle in dem ganzen Puzzlesystem. Also da bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich das Glück hatte, an diesem Projekt mitwirken zu können. Das ist schon so ein bisschen das Highlight in meinem 40-jährigen Berufsleben. Auch die Sicherheitskonzepte werden intensiv erprobt. Wie bei dieser Rettungsübung im Osterbergtunnel. Es gibt Erkenntnisse. Die Stimmung selbst ist erstmal sehr gut. Es war wichtig, dass wir diese Übung durchgeführt haben dazu. Wir sind gut vorbereitet. In vielen Bereichen gibt es nun Lösungen, an die bei Beginn des Projekts 1992 noch niemand denken konnte. Ob das jetzt Risikomanagement ist, ob das moderne Planungsmethoden sind, die gab es damals noch nicht. Da hat sich also tatsächlich sehr, sehr viel verändert. Und das Projekt hat sich mitentwickelt, musste sich mitentwickeln. Wir werden pünktlich fertig. Also dieser Termin, Dezember 2015, der stand einmal und der wird gehalten. Also wir sind im Zeitrahmen und wir sind im Kostenrahmen. Der 9. Dezember 2015 ist der große Tag, an dem die Strecke offiziell in Betrieb geht, mit einer spektakulären Parallelfahrt von Erfurt nach Leipzig. Den Verantwortlichen fällt ein Stein vom Herzen. Erleichtert und stolz. Das sind vielleicht die beiden treffendsten Beschreibungen für den jetzigen Moment, weil wir haben 10 Jahre lang in der Endphase hintereinander weg dafür gekämpft, dass genau dieser Termin heute stattfinden kann. Und das ist dann schon ein gewisser erhebender Moment. Und ich habe auf die Kraft meines Teams vertraut, auf die Innovationsfähigkeit des Teams. Und das hat sich in der Tat bewährt. Und deswegen, nur deswegen, konnten wir auch erfolgreich sein. Diese Etappe ist geschafft. Ende 2017 geht dann der Abschnitt Erfurt-Nürnberg und damit die gesamte Aus- und Neubaustrecke VDE 8 in Betrieb. Wirtschaftlicher, innovativer und umweltfreundlicher Eisenbahnbau. Alle Beteiligten freuen sich darauf, dass die neue Trasse von Menschen und Märkten gut genutzt wird.